Wie kann dieses Produkt so unnötig sein? It was the world's first cold press juicing system with Wi-Fi, health, wellness at the press of a button. The Juicero, you know, just juice the packets. Just juice the pouch. Just juice the pouch without any mess or cleanup. Heute geht es wohl um die unnötigste Saftpresse jemals und einem großen Fail. Und ja, auch Google war daran beteiligt. We have got another tech disaster that we need to talk about. Let's do it. Beginnen wir doch von Anfang mit dieser krassen Story. Das ist Doug Evans. Er hat Juicero 2013 gegründet. Und das ist sie. Die Juicing-Presse des Unternehmens, die bei der Einführung im März 2016 zu einem Preis von 699 US-Dollar verkauft wurde. Ja, 700 Dollar für eine Saftpresse. Außerdem muss man dazu einen kleinen Beutel mit gehacktem Obst und Gemüse kaufen, die in das Gerät gesteckt und mit Kraft gedrückt werden. Und diese kosten ungefähr zwischen 5 und 8 US-Dollar. Das Gerät hat einen Chip für die Verbindung mit dem Netzwerk und einen QR-Code-Leser. Eine Saftpresse mit Internet? Ja. Juicero stellt eine Verbindung zum Heim-WLAN her und hatte sogar eine mobile Anwendung. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, wofür? Jeder der Juicero-Beutel war mit einem eindeutigen QR-Code ausgestattet, anhand dessen die Kunden wissen können, woher das Obst und Gemüse stammt, das sie als nächstes trinken würden, sowie weitere Informationen zum Verpackungsdatum. Und damit konnte man wirklich einige Investoren überzeugen. Und unter anderem hat sogar Google investiert, also um genau zu sein, Google Ventures. Nun gut, die meisten kritisieren natürlich den Preis. 700 US-Dollar plus Geld für Beutel, die aber nur eine Woche haltbar sind. Der Gründer war aber davon überzeugt, dass 700 Dollar gerechtfertigt waren. Seine Begründung war, dass Innovation irgendwo entstehen sollte und dass der Entsafter zuerst die Menschen erreichen könnte und dann günstiger. Und im Laufe der Zeit wurde dann irgendwann klar, ja, der Preis musste sinken, da auch immer weniger Geräte verkauft wurden. Letztlich wurde Doug Evans vom Vorstand des Unternehmens eingeladen, zurückzutreten und dem ehemaligen Coca-Cola-Präsidenten Jeff Dunn die Ernennung zum neuen CEO im Oktober 2016 zu ermöglichen. Und Monate nach seiner Ankunft, im Januar 2017, war eine der ersten Entscheidungen von Dunn, den Preis zu senken von 700 US-Dollar auf 400. Und langsam gab es dann auch mehr Verkäufe. Doch was ist dann so Entscheidendes passiert? Naja, ohnehin haben sich schon sehr, sehr viele gefragt, wie sinnvoll ist dieses Produkt wirklich? Und es dauerte dann nicht lange, bis Bloomberg News ein Video dazu veröffentlichte. Im Video wird einfach gezeigt, dass man das mittlerweile 400 Dollar teure Gerät gar nicht brauche. Man kann den Beutel mit der Hand auspressen. Man muss zwar sagen, dass bei dem Saft, der mit der Hand gepresst wurde, 10 Milliliter weniger drin sind. Trotzdem ist das sehr, sehr peinlich und enttäuschend. Keine Notwendigkeit, den QR-Code auf der Tasche zu scannen. Keine Notwendigkeit, die App zu synchronisieren und keine Notwendigkeit, den Beutel in den Juicero reinzupacken. Nein, nimm einfach deine Hände. Trotzdem verteidigt sich das Unternehmen vehement. Ihnen sei zwar bewusst gewesen, dass die Päckchen auch mit der Hand ausgedrückt werden können, die Kunden würden aber die Maschine bevorzugen, da es einfacher und sauberer ist. Zudem liest die Maschine einen QR-Code auf der Rückseite aus, der davor warnt, wenn der Inhalt abgelaufen oder das Päckchen zurückgerufen wurde. Ein Blog-Eintrag auf Medium verteidigt das Produkt und hebt insbesondere den Gesundheitsaspekt hervor. So könne man durch das Einlegen sicherstellen, dass die Zutaten frisch und sicher seien, da ein Päckchen binnen 8 Tage verbraucht werden muss. Zudem schmecke der Saft auch besser, da dieser ja mit dem Druck von 4 bis 5 Tonnen ausgepresst werde. Tatsache ist, die Kunden fühlten sich betrogen. Und nachdem sie dann ihr Geld zurückgefordert hatten, versprach Juicero, ihnen das Geld zurückzuerstatten für das, was sie ausgegeben hatten. Und im Juni desselben Jahres musste das Unternehmen 25% seines Personals entlassen, das zu diesem Zeitpunkt etwa 238 Mitarbeiter beschäftigte. Sie verloren 4 Millionen Dollar pro Monat. Dann kam im Juli diese Schlagzeile. Umstrittene Saftpresse soll nur noch 200 US-Dollar kosten. Ja, Juicero wollte auch jetzt noch immer weiter ihre Saftpressen verkaufen,
da sie einfach von dem Konzept überzeugt waren. Was auch noch ziemlich krass ist, im Artikel wird von einem Nachfolgemodell gesprochen. Ja, eine zweite, noch unnötigere Saftpresse. Und spätestens jetzt sollte auch den letzten Unterstützern von Juicero klar werden, dass dieses Startup einfach zum Scheitern verurteilt war. 16 Monate nach der Gründung gab das Unternehmen am 1. September 2017 auf seiner Website bekannt, dass es beschlossen hat, den Verkauf der Maschinen sofort auszusetzen. Und seitdem ist Juicero so etwas wie ein Symbol für die absurde Startup-Industrie aus dem Silicon Valley, die riesige Geldsummen für Lösungen von einfach Nicht-Problemen aufbringt. Und so endete diese Ära des gescheiterten Entsafters. Schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr von Juicero haltet. Danke an euch fürs Zuschauen. Ich genieße jetzt hier weiter meinen Urlaub und bis bald.